Hallo und herzlich willkommen zurück bei Avatar Frontiers of Pandora. Wir sind gerade unterwegs nach dort hinten zur Quest, zu den getrennten Verbindungen. Das wollten wir, genau, eigentlich schon in der letzten Folge machen, bis wir dann von jeder Menge Kleinkram und so abgelenkt wurden. Deswegen dachte ich mir, machen wir das jetzt mal und schauen mal, ob wir auf dem Weg dorthin, das Dingens da ausschalten können. Aber wenn ich mir das so angucke, wird mir das sehr wehtun. Hä? Ach, bleibt mir doch vom Leib, ihr Säcke. Ich bin gar nicht da, wie ihr seht. Guckt, bin schon weg. Das da sieht sehr böse aus. Das sieht so aus wie etwas, das ich noch nicht machen kann. Sollte. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal, ob ich da vorbeifliegen darf. Oder ob ich da gleich wieder abgeschossen werde. Aber ich sehe bis dato keine Flugabwehrgeschütze. Ich glaube, ich höre was. Nicht? Okay, mich hat was gesehen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so gesund ist für mich. Oh, ich glaube, mich hat was. Flugabwehrtürme. Gut, ich bin weg. Tschüss. Ja. Ich bin weg. Darf ich hier bleiben? Darf ich hier sein, ohne dass es mich tötet? Ich will es mir mal angucken, bitte. Es ist sehr groß. Und ich weiß nicht, ich bin nicht nah genug dran, um feststellen zu können, für welche Stufe das ist. Ich sehe nur den Flugabwehrturm, der. Wo ist denn der eigentlich? Hä? Von wo wurde ich hier gerade beschossen, sagen Sie mal. Ich glaube, ich sehe da einen Eingang. Kann ich da? Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu schmerzhaft für uns, wa? Yep, eindeutig. Also ranfliegen ist damit nicht. Aua. Ranfliegen ist damit wirklich nicht. Holy. Ich glaube, die Dinger mit Flugabwehrturm sind so ein Problem für später. Viel später. Was ist das hier? Ein Navi-Lager. Verschmutzt. Sehe ich, dass es das ist. Es tut mir auch sehr leid, dass es das ist. Aber da kann ich jetzt gerade mal so gar nichts tun. Bitte entschuldigt. Vielmals. Entschuldigt bitte vielmals. Aber durchsuchen. Immerhin, die Kochzutat ist noch gut. Das ist wunderbar. Was für eine, wird mir hier angezeigt, was für eine Stufe das ist? Nee, ne? Oh, ein verschmutzter Glockenzweig. Noch ein verschmutzter Glockenzweig. Und hier ist direkt unsere Quest. Sehr schön. Das heißt, da sind wir schon mal. Da Dingen hier kriege ich doch nie im Leben, oder? Das kriege ich doch nie im Leben. Platt. Mit meiner aktuellen Verfassung und so. Das ist doch wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Schön diese Zeichnung hier am Fels. Gefällt mir. Ich möchte hier eigentlich nur vorbei. Und da fliegen sehr viele Felsen in der Luft. Warum tun sie dieses? Hä? Wie geht das denn? Hallo? Schwerkraft? Nee? Keine Schwerkraft. Gut, Schwerkraft ist ausgeschaltet hier. Ist auch in Ordnung. Wo ist denn hier meine Quest? Was passiert, wenn ich. Nichts. Schade, das ist eigentlich so ein Hüpfblatt. So. Na gut.
Geht bestimmt dann, wenn es hier sauber ist. Wie eklig. Aber da komme ich doch nie im Leben rein. Wie soll man denn da rein, wenn da Flugabwehrgeschichten sind, sage mal? Wie? Was ist das denn? Ein versteinerter Baum, verschmutzt. Okay. Vielen Dank für diese Information. Das ist ein Felsen oder wahrscheinlich auch ein Baum. Hier höre ich irgendwo rumgeballer. Und hier bin ich innerhalb des Questgebietes. Ja, schau mal einer. Guck, wen haben wir denn da? Was war hier los? Ein Signal? Das muss ich untersuchen. Guck mal einer an. Das ging jetzt gut. Okay, ein Signal. Ich bin hier. Okay, den Bums haben wir geschafft. Das ist schön. So. Hajir, ich konnte die Bestie erlegen. War nicht leicht. Ein Thanator, stark und schnell, mit einem komischen Halsband. Mein Sid empfängt ein Signal von der Leiche. Ein Zugangscode? Vielleicht vom Halsband? Nein, das Signal kam aus dem Bauch, glaube ich. Vielleicht hat es ein Gerät verschluckt. Sind robust. Trier hat den Funkverkehr der ADA abgefangen. Nördlich des Steinklingengrats ist ein gefährliches Tier. Vielleicht dasselbe. Na gut, die Quest haben wir abgeschlossen. Das ging erstaunlich schnell. Und erstaunlich gut, Gott sei Dank. Okay, das war das. Den, das da, 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 der, das ist ein Problem für einen ganz anderen Tag. So, und deshalb würde ich fast sagen, dadurch, dass hier ist noch super viel zu finden, wenn man das mal guckt. Hier waren wir in der letzten Folge unterwegs, haben hier noch eine Blume gemacht, das Lager gemacht, das Ding gemacht und dann war die halbe Stunde auch schon wieder vorbei. Jetzt haben wir hier noch zwei Dinge. Hier oben ist noch so ein Lager. Ich glaube, das nehmen wir zuerst. So, dann gucken wir uns hier einfach noch mal ein bisschen um, bereinigen ein bisschen was. Huch, auf einmal ist hier alles grün und schön. Ja, hübsch. Aber ja, so, ich würde sagen, das ist der Plan. Ich muss gestehen, ich muss in diesem Spiel hier nicht alles zu 100% machen. Aber so ein bisschen. Ein bisschen. So, vor allem hier die Verschmutzungen und die Labore, die finde ich eigentlich auch ganz cool. So, und die sind ja auch relativ klein und wer weiß, für was die gut sind, ne? Wer weiß, zu was die noch gut sind. Deswegen fliegen wir da schnell einmal hin. Ich glaube, da vorne sehe ich es schon auf dem Felsen. Linsen. Ja? Nee? Nicht? Okay, dann nicht. Ich dachte, hier oben ist es direkt. Aber hier ist es. Da ist das Gute. Dann landen wir mal und laufen den restlichen Weg. Wunderbar. So. Und oft ist es ja mittlerweile auch so, dass da dann Leute sitzen. Und wir noch eine Nebenquest von denen kriegen, ne? Hier jetzt nicht. Vorführeffekt natürlich. Aber zum Beispiel beim letzten Lager, das wir in der letzten Folge aufgemacht haben, war da auf einmal jemand und wir durften Dinge tun. Das war äußerst freundlich. So, haben wir das? Aha. Da müssen wir hier einmal reparieren. Wenn das doch immer so einfach ginge. Und dann müssen wir einmal nach dort oben. Wie es aussieht. Da. Hey. Haben wir das? Dann haben wir hier doppelte Stromzufuhr. Und dann können wir doch jetzt hier ran und auch das reparieren, siehst du. Oh, ist das schön, ein Traum. Das war's. Hammer. Aufgeladen. Und ich glaube, bei einigen habe ich schon vergessen, dass hier immer ein Anruf wartet, der beantwortet werden möchte. Ups. Wer denn sonst? Ich empfange ein Signal von einer anderen leeren RDA-Basis.
Ich schau's mir mal an. Ah, und da kriegen wir immer Teile von einer RDA-Basis, die wir dann wahrscheinlich ausräubern dürfen, wie es aussieht. Und Ersatzteile, auch immer gut. Jetzt möchte ich nochmal auf die Karte gucken. Jetzt machen wir einmal den hier. Nein, nein, wir machen das da erstmal. Wir gucken uns erstmal an, was da für zwei lilane Punkte sind. Kommen Sie her, liebe Frau Ikran. Kommen Sie ran. Dann springe ich nämlich rauf. Hupf. Fliegen wir! So, und dann fliegen wir einmal ganz schnell. Ich glaube, das müsste da hinten auf dem Felsen sein, oder? Da unten sehen wir schon, da ist ein Windkanal. Da möchte ich aber gar nicht rein, ehrlich gesagt. So. Noch sehe ich hier nichts. Da ist ein Glockending ins Kirchens. Und da oben ist irgendwas anderes, wie es aussieht. Ja, gut. Dann einmal berühren. Dankeschön. Und dann einmal hier nach oben. Ja, ja. Ah. Oh, eine Windflöte. Stimmt, von denen haben wir ja schon gehört. Was muss ich hier machen? Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Hallo? 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 Da, Stimmen. Oh Gott. Hört man auch, wenn das richtig ist? Ach so. Einmal rumdrehen. Ja, schön. Hammer. Und gibt Clangunst dazu. Das ist also auch gar nicht mal so schlecht. Schön. Das war schön. Genau. Und da unten möchte ich hin. Da unten will ich hin. Ich traue mich nicht mehr, irgendwo runterzuspringen. Seit der letzten Folge traue ich mich nicht mehr. Tatsächlich. Da sind wir so zweimal zu oft gestorben wegen sowas. Los, Talisi! So. Was ich auch nicht gut finde, ist, ich habe definitiv keine Heilung mehr irgendwo. Das heißt, ich darf hier jetzt nicht sterben. Wieso ist meine Heilung voll? Sekunde. Ich habe gerade gesehen, meine Heilung ist voll. Warum? Hä? Oh, vielleicht vom Glockenzweig-Baumgedingsel. Das kann natürlich sein. Das wäre ja geil. Ich muss diese Dinge einfach viel häufiger machen. Noch eine Aushubmaschine. So, Aushubmaschine. So. Diesmal machen wir es gleich ganz schlau. Ich... Okay, warte. Ich muss näher ran. Sonst sehe ich nicht, wo ich hinschmeiß. Diesen Anzug da müssen wir kaputt machen. Denn wenn wir das nicht tun, dann geht da jemand rein und tut uns hart weh damit. Und hier ist sogar eine... Ist das hier eine Tarsioblume? Eine Knospe? Eine irgendwas? So. Das Ding hier vermieden wir mal. So. So. Bestätigt!
Oh, hallo. Au. Hallo. Ist okay, Leute. Das lief nicht wie gewollt. Das lief voll nicht wie gewollt. Vor allem, wie viele Granaten haben die denn? Wie viele können die denn werfen, bitte? Wie weit muss ich denn wegrennen? Hallo? Wie weit die werfen können? Ich bin schon voll weit weg. Hallo? Ich bin doch schon lange wieder im Sauberen. Seid ihr dumm? Also mal im Ernst. Das fand ich jetzt gerade wirklich nicht freundlich. Ihr Sackfratzen, ey. Ihr klein dreckigen Sackfratzen. Hat irgendwer es gesehen? Es ist schon mal gar nicht. Hä? So, hier kann ich ja eigentlich schon mal nicht mehr getroffen werden, weil Steigung und so. Aber wie kann die mich durch den Busch sehen? Ich meine, ja, ich bin. Ja, aber ich bin groß und blau, ne? Scheiße. Okay. Die Sackfratzen Hammer. Ich meine, da sind natürlich noch ein paar mehr. Der da zum Beispiel. Der da jetzt nicht mehr ist, nämlich. Da ist noch ein dicker und ein kleiner. Okay. Also nicht mehr viele. Zwei Stück noch. Die uns natürlich suchen. Uns hoffentlich aber nicht finden. So, ich mache erstmal den. Ich bin hier. Vollidiot. Also jetzt wirklich. Ich meine, komm, es wurde herausgefordert. So, Stöcker nehmen wir einmal mit. Da hinten ist er. Wo ist das einer von diesen dicken, von diesen ganz bösen dicken? Von den richtig bösen Dicken. Schön, wie die Pflanzen übrigens in der Luft schweben. Guck mal. Tschüss. So, das müssen sie ja alle gewesen sein, ne? Jo, gut. Dann kann ich ja meine Waffe wegstecken und mich dem Bums hier widmen. Einmal sabotieren. Ein Träumchen. Und, wohin, als, wo, was, wer, wie, wo, wann? Hallo? Hä? Das Dingens habe ich gerade gemacht, Kollege. Ach so, da hinten. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Dann sabotieren wir das auch nochmal schnell und dann haben wir es, oder? Ne? Nö. Ah, jetzt müssen wir nach da oben das Ventil schließen. Klar. Nichts lieber als das. Da oben ist es. Drehen. Perfekt. Und schon haben wir das gemacht. Juhu. Wieder ein Stück Natur. Zurückerobert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So haben wir das nämlich sehr gern. Aber wir sind hier ja noch lange nicht fertig, ne? Wir haben hier ja noch ein bisschen zu looten. Inventar voll. Okay, Spezialmunition. Na gut, das nehme ich hin. Okay, Stöcker haben wir auch voll. Da kann ich was mitnehmen. Eine Kopfschutzmod.
Heilung, noch viel schöner. Ersatzteile ebenso wunderfällig. Da hinten wäre noch was. Was? Da war ein Fisch. Kaum zu glauben, aber inzwischen macht es richtig Spaß, sich die Luftwerte anzusehen. Du kannst dich vermutlich gar nicht mehr daran erinnern, dass die Luft deiner eigenen Welt mal so sauber war. Es gibt Dinge, die ich auch noch nie gesehen habe. Diese funkelnden Wolkendinger am Himmel. Was die wohl machen? Was für funkelnde Wolkendinger am Himmel? Ach so, klarer Himmel. Echt jetzt? Ja? Ich glaube, sie meint diese funkelnden Wolkendinger am Himmel. Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Licht? Entspannen Sie sich. Inventar voll. Okay, schnell weg hier. Aber schön, wie das jetzt hier leuchtet. Okay, ganz ruhig bitte. Wie schön grün das hier jetzt auf einmal ist, ne? Ich meine, abgesehen von dem Bums hier. Da ist auch noch einer. Da ist noch ein verschmutzter Glockenzweig. Da ist auch noch so was Großes. Da ist noch ein Bums. Da ist noch eine Blume. Okay, also ich meine, wir haben hier jede Menge Gedöns. Hier ist noch so ein Säbelflügel-Mottenpfad. Was es damit auf sich hat, weiß ich auch bis heute nicht. Hier ist ein Sarentu-Totem. Es gibt jede Menge Dinge zu tun, rein theoretisch, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal das hier. Und ich habe gar keine Ahnung, wie lange die Folge geht, weil ich vergessen habe, mir einen Timer zu stellen. Deswegen würde ich sagen, ja, ballern wir jetzt nochmal das nächste Ding ins Weg. Und dann war es das auch. So. Ich höre Hubschrauber, das finde ich nicht gut. Da wird geballert. Gegen was auch immer, ich weiß es nicht. Ich wurde auf jeden Fall entdeckt. Das finde ich irgendwie jetzt gerade gar nicht mal so witzig. Na gut, dann nehmen wir uns dem hier jetzt einfach mal an. Na, bisher kommt zum Glück keiner auf uns zu. Das ist super freundlich von denen. Ich treffe nichts. Ich wollte eigentlich den Hubschrauber kaputt machen. Hubschrauber sagt, nö, mache ich nicht. Arschkuh. Ja, ich habe da was getroffen. Ich habe da noch was getroffen. Halt. Was zum? Wo zum? Warum? Ja, das war voll daneben. Okay, ich werde sterben. Scheiße, da kommt auf einmal so ein Hubschrauber. Renn schneller. Renn. Wir haben keine Heilung, Mädchen. Renn. Tidisi, Hilfe. Bring mich hier weg. Bring mich hier schneller weg. Ja, ist genau. Natürlich. Die Arschkühe. Sind die denn? Also... Ich mag das nicht. Jetzt so ein Scharfschützengewehr haben, ne? Was für Widerlinge. So nämlich. Ihr Widerlichen.
Ey, yo! Renn nicht weg! Renn nicht weg! Guck mal! Hey, warte, ich will dir was zeigen! Guck mal! Hey! Hallo! Hallo? Lass mich dich doch boxen, Kollege. Hä, ist der doof? Also wahrscheinlich. Haben wir platt gemacht. Wofür das Ganze jetzt, weiß ich ehrlicherweise nicht. Hier ist Müll. Schön. Ich meine, der lebt noch, der Hubschrauber. Da ist zwar keiner mehr drin am Leben, aber an sich lebt der noch. Ich glaube, ich mache den gleich auch mal kaputt. Aber vorher nehme ich mir hier noch meine Mine mit. So. Der ist auch kaputt. So, wofür habe ich das jetzt gemacht? Niemand weiß es so genau. Oh, warte, doch, da ist eine Truhe. Natürlich, für die Truhe. Oh, eine Truhe zum Hacken. Truhen zum Hacken finde ich ja in der Regel ganz geil, ne? Ja, okay, das ist der leichteste Hack aller Zeiten. Eine Guerilla-Beinschienenschutz-Knöchelschutz-Mod. Angucken. Da haben wir nämlich auch gar keine Mod drin. Ja, gucke mal. Plus 13% Energie. Kann man machen. Sieht nur ein bisschen scheiße aus, aber das ist ja nebensächlich. Was haben wir hier eigentlich für einen Kopf gekriegt? Reittierschaden, Schwachstellenschaden. Hier haben wir Elementarwiderstand. Was ist das denn? Ach so, Reittierschaden. Und Fernkampfwiderstand beim Reiten. Wir reiten so wenig, das lohnt sich halt voll nicht. Und hier hatten wir noch bekommen, ach ja, eine halb verdaute Gürteltasche. Angenehm. So, dann haben wir hier noch ein paar Ersatzteile. Gut, Munition haben wir voll. Dann haben wir das jetzt und dann haben wir ja immer noch nicht das gemacht, was wir eigentlich noch machen wollten am Ende der Folge. Also, nix wie Hobby. Nix wie ran. Das machen wir nämlich jetzt noch. Das Licht ist sehr flackerfreudig heute. So, ich drehe einmal kurz ab. So. Da ist ein... Ich hoffe, es ist ein Vogelschwarm. Es sieht irgendwie aus wie so eine Kolonie Schmeißfliegen. Ich weiß es nicht. So. Da Prophetkapseln sind aus. Ja, ach echt. Ich würde ja neue nehmen. So rein theoretisch. Aber ich habe keine. Das Einzige, was hier ist, ist verschmutzt und dreckig und bäh. Sprich, das mag keiner. Also müssen wir da jetzt durch. Guteste. Okay. Ich sehe hier auch keinen Anzug. Das ist schon mal gut. Ich habe schon wieder so wenig Leben, ne? Aber ich glaube, ich habe den Dicken gekriegt. Das war mir eigentlich gerade das größte Anliegen. Ich habe den Dicken sowas von nicht gekriegt. Scheiße. Guck mal, hab was für dich. Habe ich getroffen? Nee. Jetzt habe ich ihn. So. Ach,
Oh, scheiße. Ich will nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich bin viel zu jung zum Sterben. Schnell weg. Ich finde, die kommen jetzt hinterher und dann macht's bumm. Da macht's definitiv gerade nicht bumm. Scheiße. Ja, voll daneben. So, getroffen. Gut. So viel dazu. Manchmal muss man halt erst ein bisschen rennen, um dann die Leute von hinten wegzuballern. So gehört sich das für eine Heldin. Okay. Inventar voll. Ach, guck mal, das waren sie, glaube ich, auch alle. Ich sehe hier nichts Rotes mehr. Das finde ich gut. Das ist doch fein. Dann Inventar voll. Na gut. Einmal sabotieren. Haben wir das? Wunderbärchens. Dann haben wir... Okay. Ersatzteile. Immer gut. Inventar voll. Nicht so gut. Außer es geht um essentielle Dinge. Okay. Ah, eine neue Mod. Ventgranaten sind voll. Das ist voll. Gut. Ja, toll. So unbefriedigend. Ich will mehr looten. So, haben wir das. Und da ist, glaube ich, der zweite. Hier, da ist der zweite. Ha. Munitionsbehälter. So, und Nummer zwei. Wunderbar. Noch ein Stückchen Natur zurückgewonnen. Und das war jetzt zwar keine besonders actionreiche Folge. Naja, wobei, actionreich war sie eigentlich schon. Wir haben halt jetzt nur nicht so viel Storytechnisches erlebt. Oder halt eher so gar nichts. Aber das muss auch mal sein. Mal so ein bisschen... Ja, rumflanieren und Dinge kaputt machen ist auch mal schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!